vielleicht vorhergehenden Vortrag, vielleicht auch zum Vergleich für euch wichtig. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Karl-Heinz Nordwest, ich arbeite als freiberuflicher Softwareentwickler im Bereich Configuration Management und Build Management, habe also mit dem Kram Build, Maven, Art und so ein Zeug relativ viel zu tun. Und aus dem Grunde behaupte ich ein bisschen was davon zu wissen und auch sehe auch sehr viel von diesen Problemen, vor allem zum Beispiel Verhältnis zu Arm oder auch, was eben schon genannt wurde, Bake ist durchaus auch ein Tool, wenn man allerdings ein paar Abstriche machen muss. Die sind halt zum Beispiel für Maven spezifisch für Java-Entwicklung gedacht. Maven hat eine ganz andere Intention. Möchte ich hier auf die einzelnen Punkte gleich eingehen. Wer Fragen hat, der möchte sich bitte einfach melden und einfach fragen, bitte. Das Ganze soll ein bisschen aktiver gehen, wenn es möglich ist. Ich versuche euch erstmal ein bisschen was zu Maven zu erzählen, was es überhaupt ist, was es kann. Und natürlich auch, was es nicht kann, selbstverständlich. Und wenn ihr Fragen habt, bitte einfach fragen. Ich lege dann einfach mal los. Kurze Übersicht, Maven-Features, ähnliche Grundkonzepte, vor allem, die muss man in Maven verstehen. Die Lernkurve in Maven ist nicht ganz ohne, das kann auch nicht geschehen. Man lernt es nicht so einfach. Es dauert eine Zeit, bis man es begriffen hat. Also man muss das wirklich verstehen, was dahinter steckt hinter den Konzepten. Ich werde ein paar Beispiele machen, ein paar einfache Beispiele zugegebenermaßen. Die kann man sich aber in der Zwischenzeit in verschiedensten Projekten, Apache, Software Foundation oder ähnliches, da gibt es hunderte Beispiele, die alle auf Maven Builds aufsetzen. Ein großer Teil der Apache Foundation ist in der Zwischenzeit zu Maven gewechselt, Maven 2 spezifisch, von Art weg, aus verschiedensten Gründen. Da kommen wir gleich in den Teil noch zu. Installation für Maven ist relativ simpel, das Abschieben von den Maven-Seiten aus der Apache runterladen, ausdrucken und starten. Das ist eigentlich das, worum es eigentlich geht bei Maven. Standard Binary ist relativ klein, das sind ungefähr 2,8 Megabyte. Der Rest holt sich Maven automatisch aus dem Internet. Das ist einmal der Punkt, der wichtig ist. Die meisten Funktionalitäten, die Maven hat, werden in Form von Plugins realisiert. Das heißt, die haben eine sehr kleine Standardinstallation, habt ihr auf der Platte. Und der Rest, den es braucht, holt es sich alles aus dem Internet runter. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Wirklich ein kleines Binary und loslegen. Und dann holt es sich erstmal beim ersten Mal. Erstmal alle Plugins, die es so braucht, für die verschiedenen Build-Lifecycles. Also wir werden nachher noch kurz dazu kommen, was die genau sind, wozu die gut sind, welche Vor- und Nachteile die haben. Ursprünglich haben wir eben dazu gedacht, als Build-Management-Werkzeug verschiedene Prozesse zu vereinfachen. Hier war spezifisch bei Apache halt das Problem, der Card-Determine-Projekt zu vereinfachen. Und das ist auch eines der primären Ziele von Maven, einen Build-Prozess zu vereinfachen, den zu standardisieren. Die Idee, wer schon mal mit ARM gearbeitet hat, kennt das Problem. Ich habe 500 Tables, ich weiß jetzt nicht, welches muss ich denn jetzt aufrufen, um jetzt meinen Build zu starten, mein System zu deployen oder was muss ich denn damit machen. Es gibt ja also einen standardisierten Build-Lifecycle. Wichtig ist auch, dass es nicht nur solchen Build Projektionen hat, sondern auch Möglichkeiten hat, entsprechend zu deployen. Man kann es auch mit Maven hingehen und zum Beispiel JAS oder VARs oder was auch immer, EARs oder sonst was auf dem Tomcat, auf dem JBoss oder sonst etwas entsprechend deployen. Das geht sowohl offline als auch online, also Hot Deployment, Code Deployment, was auch immer. Das kann man verschieden machen, verschieden benötigen. Wichtig ist die Vereinheitlichung. Das ist ein Riesenthema bei Maven, eigentlich so die Grundkonzeption in Maven überhaupt. Man versucht, ein einheitliches Build-Tool zu bauen, das wirklich versucht, diesen Build-Cycle zu vereinheitlichen. Man versucht also nicht, ein möglichst offenes Werkzeug zu bauen, wie auch unter anderem Gradle eben vorgestellt oder auch ARM das kann. Ich kann in ARM schreiben, was ich will und tun, was ich will. Ich muss mich nicht an der Konvention halten, aber spätestens, wenn man das in größeren Projekten einsetzt, dann muss man es tun, weil sonst wird man garantiert auf die Nase. Weil sonst hat man eine zweite Wartungsbaustelle aufgemacht. Das muss eigentlich vermieden werden in größeren Projekten. Wichtig ist Management, womit Maven 1 unter anderem sehr bekannt geworden ist, Dependency Management. Transitive Abhängigkeiten, das heißt, ich habe eine Grundabhängigkeit von irgendeiner Bibliothek, Hibernate oder in dem Fall hier Beispiel mal als Log4j oder Tika-Projekt zum Beispiel genannt. Und diese Projekte in sich selbst haben wieder andere Abhängigkeiten. Typischer Fall in ARM ist, dann muss man erstmal die ganzen Bibliotheken runterziehen, irgendwo ein LIP-Verzeichnis packen und dann entsprechend aufbauen. Das braucht Zeit. Das macht man immer wieder, geschweige denn, wenn man eine andere Version updatet, Bibliothek updatet oder ähnlich, muss man diesen ganzen Rattenschwanz immer wieder entsprechend manuell unter Umständen downloaden, aktualisieren, die Bildskripte anpassen und so weiter. Das ist immer ein bisschen schwierig und ist sehr fehlerbehaftet, muss man ganz klar sagen. Das ist einer der Punkte, die Maven sehr einfach von Hause aus bietet, diese Abhängigkeitsmanagement. Man schreibt einfach in sein Projekt, ich benutze zum Beispiel Tika oder Log4j und den Rest. Und den Rest kümmert sich Maven mit. Das heißt, man muss das nicht machen, man kann es machen in gewissen Grenzen, dass man sagt, ich möchte bestimmte Abhängigkeiten nicht oder ähnliches, kann man für verschiedene Lifecycles anpassen, komme ich gleich. Das
Das ist ja so ein wichtiger Punkt, der im Verhältnis zu Arndt wesentlich einfacher ist. Wenn man Arndt wieder mit Ivy zusammensteckt, wird das ganze Thema auch wieder abgedeckt. Ivy bietet auch so einen Abhängigkeitsmechanismus, womit man den auch im Prinzip abbilden kann. Ich fand persönlich den Konfiguration, die ID-Konfiguration ein bisschen kompliziert. Da muss man persönlich Eindruck. Weiß ich nicht, wie Sie sehen. Wichtig, Sie haben Features, Standardsachen, die out of the box dabei sind. Projektseiten, Changelog-Unterstützung, Cross-Referenzen, Java-Doc-Erzeugung und einige andere Dinge, die out of the box da sind. Das heißt, Sie können einfach ein Projekt, sehr einfach, sagen, erzeuge mir mal bitte eine Projektwebseite. Da steht die Committer-Liste drin, das ist ein Pflegedepot, muss man natürlich tun. Referenzen für die Java-Docs, für die Testquellen, für entsprechende Unit-Tests und so weiter. Das kann man automatisieren. Da braucht man also nichts mehr großartig zu tun, das kann man minimalen Aufwand tun. Wenn man jetzt zum Beispiel anwendet, dann müssen wir das alles selber machen. Den entsprechenden Unit-Compile, eventuell Code-Coverage oder ähnliche Dinge dann entsprechend konfigurieren. Konfigurieren muss man das hier dummerweise auch, weil es das nicht ganz aus Out-of-the-Box kann. Muss man halt ehrlich sagen, das ist einfach so. Ich persönlich fand es allerdings immer sehr einfach, das zu machen. Relativ große Form kann man damit relativ einfach das Ganze aufbauen. Code-Coverage, Abhängigkeitslisten, also welches Projekt benötigt welche JARs. Kriegt man automatisch eine Liste, die und die und die JARs sind in diesem Projekt exakt genutzt. Das kann man sich auch auf der Command-Line, was braucht oder als einen interessiert, tatsächlich ausgeben. Verschiedene Unterstützungen für verschiedene Changelog-Unterstützungen, dass man also eine Liste der Änderungen bekommt oder andere Dinge, die man hier aus dem Unternehmen direkt rauszieht. Wichtig, was das Grundkonzept des Deployments betrifft, es gibt zwei verschiedene. Zum einen, dass ich zum Beispiel einen VAR-File, EIR-File oder sonst etwas auf einen entsprechenden Enterprise-Container, JBoss, Jetty, Glassfish oder ähnliches schopfe, oder Tomcat, je nachdem. Und so natürlich auch die entsprechenden Artefakte, die ich gebaut habe. Baue normalerweise das JAR als sogenanntes primäres Artefakt bei Maven. Das ist der Grundansatz, ein Projekt, ein JAR. Das ist die Ursprungsidee von Maven. Das hat sich in der Zwischenzeit mit Maven 2 noch an einigen Stellen geändert, weil man doch ein bisschen mehr bauen kann als nur ein einziges JAR. Da kann man viel mehr drumherum bauen. Aber die primäre Idee ist ja, dass ein Modul oder Projekt als Ergebnis ein JAR mit dem ausfällt. Das benutze ich dann. Und genau mit diesem JAR kann ich verschiedene Dinge tun. In ein sogenanntes zentrales Repository, was öffentlich verfügbar ist zum Beispiel, oder in ein internes, je nachdem, wenn ich firmenintern bin, dort zur Verfügung stellen, für andere Projekte zum Beispiel. Das kann ich durchaus machen, macht auch Sinn und sollte man auch wirklich nutzen, diese Möglichkeit. Wichtig, man hat in Maven versucht, die sogenannten Best Practices, da streiten sich an manchen Stellen noch die, in Anführungszeichen, Gelehrten darüber, was ein Best Practice ist. Man hat es aber in Maven so gemacht, dass man ganz strikt trennt zwischen produktivem Code, Testcode, Java-Doc und ähnlichem. Das wird wirklich auch auf der Verzeichnisstruktur unterschieden. Also Source-Main-Java, Source-Test-Java, Source-Test-Resources, Source-Main-Resources und so weiter. Weiterhin auch für die jeweiligen Tests, Unit-Tests, gibt es ein eigenes Setup mit Ressourcendatei, mit einem entsprechenden Schacht, mit entsprechender Java-VM-Aufrufe und ähnlichem. Das heißt, das kann man auch getrennt benutzen. Das heißt, man kann da, hat da wirklich genau sauber getrennt. Die Package-Struktur sollte natürlich, wenn man mit Unit-Tests klassischerweise arbeitet, natürlich identisch sein im Test, zwar unproduktiv, zwar sinnvollerweise, damit man die Zugriffe und diese Geschichten mit, was weiß ich, auf Protected-Klassen oder ähnliches oder eventuell nur Default-Packages oder Package-globale Zugriffe auch hinbekommt. Kann man wieder im Unit-Test-Bereich darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder das andere Story. Wichtig, Maven ist in der Zwischenzeit, wie ich sagte, vor 2 Jahren war Maven 2 ein wenig schwer zu handhaben, weil es wenige Plugins gab oder noch nicht viele für bestimmte Zwecke. Das hat sich aber in den letzten 2 Jahren so stark geändert, dass es schon, ich sage jetzt mal platt, Plugins für fast jeden Zweck gibt. Wenn Sie ein APM bauen wollen, ein EAR-Plugin, VAR-Plugin, Assembly-Plugin für verschiedene Checks, License-Check-Plugin, Sie können verschiedenste EGB-Container, Code-Coverage oder sonstige Dinge gibt es fertige Plugins für. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Plugin nicht finden, liegt meistens daran, dass Sie einen falschen Namen haben, ist meine Erfahrung. Man sucht immer danach, findet aber nicht, weil der Name nicht stimmt. Aber es gibt für fast alle Zwecke, gibt es Plugins in der Zwischenzeit. Muss man ganz klar sagen. Da gibt es so viele, die so viel können, die muss man erstmal verstehen. Und das ist das Problem bei Maven. Diese Lernkurve am Anfang, die ist leider ein bisschen steil, muss man ganz ehrlich gestehen.
stellen, brauchen wir Zeit, müssen wir da reinkommen, das haben wir selbst gestellt. Das ist vielleicht bei anderen Systemen, die bei ARM oder bei Rail oder ähnlichen Systemen, vielleicht einfacher. Aber im Endeffekt ist man mit dem Konzept verstanden, dauert eine Zeit. Wichtiger Punkt, naja, heute ist es vielleicht nicht mehr so ein großes Thema, Plattformunabhängigkeit. Melvin arbeitet nur noch mit Java. Das heißt, gesamte Plugins, halt auch die gesamte Basis, die Melvin, aus der Melvin besteht, ist Java Roll. Standards sind in der Zwischenzeit Minimum 1.4 bei Melvin 2.0. Die Runtime kann auch ein bisschen früher sein, das funktioniert auch. Bei den Compile-Types, die Zielplattform hat jetzt seit 2.2 gegeben, dass das Ziel mindestens Java 1.5 ist. Man kann aber mit einer entsprechenden Konfiguration 5 Zeilen XML zugegebenermaßen auch wieder für frühere Targets entsprechend kompilieren, wenn man es denn muss. Das ist also nicht unbedingt ein Problem. Wichtig, wie eben auch ein bisschen diskutiert, Convention über Commit und über Konfiguration definitiv. Man muss in Maven also wirklich ganz konsequent sein, was das angeht, dass man sagt, möglichst gar nichts konfigurieren, wenn es geht. Man nehme die Standards, die da sind. Man sollte sich immer an die Standards halten, die Maven vorgibt. Zugegebenermaßen, manchmal hat man dann so ein Thema, ich bin gerade die Batterie den Geist auf, dass Maven das Problem hat, dass sie die Sachen mit Hand konfigurieren wollen, aber eigentlich nicht müssen oder es nicht wissen, weil sie es nicht, die Dokumente nicht gelesen haben. Das ist halt immer das Problem so ein bisschen. Und da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Man sollte sich wirklich an diese Standards wirklich halten. Also immer an die Konventionen halten. Nicht versuchen, was anderes zu machen. So, können Sie mich wieder hören, hoffe ich. Also wichtig, wirklich die Konventionen auch einhalten. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Am Anfang hat man so das Gefühl, ich bin so ein bisschen eingeengt. Ist nicht so, wie ich das haben möchte. Meine Projektstruktur, meine Verzeichnisstruktur sieht anders aus. Ich habe jetzt mehrere Migrationen von ARNT und anderen Tools nach Maven mitgemacht, auch aktiv betreut. Und das größte Problem war immer, die Leute davon zu überzeugen. Im Endeffekt, das größte Problem war immer merkwürdigerweise, obwohl es eigentlich eine Trivialität ist, die Verzeichnisstruktur. Das größte Problem war, den Leuten beizubringen, macht bitte eure Verzeichnisse, Source Main, Java, Source Main, Sources und so weiter. Die hießen alle natürlich irgendwie Source und da kam da noch irgendwas drunter und Tests oder sonst irgendwas. Aber das war merkwürdigerweise eines der größten Probleme. Da haben die Leute sich gestreut mit Händen und Füßen. Fragen Sie mich nicht warum. Ist einfach so. Ja, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es eigentlich nicht schlimm. Man kann da durchaus anderer Meinung sein, aber gut. Ich sehe es jetzt natürlich nicht wirklich als Problem an. Ich kenne durchaus andere Probleme, die vielleicht interessanter sind, aber von solchen Struktur halte ich nur für relativ uninteressant. Aber muss jeder selber entscheiden. Die Artefakte, die in Maven benutzt werden, müssen irgendwie identifiziert werden. Also sprich das, was hinten rausfällt als Artefakt, was ich produziere, als auch das, was ich benutze. Eben waren auf dem Gradle-Vortrag zum Beispiel Beispiele wie Hibernate, Log4j oder ähnliches. Die müssen ja irgendwie identifiziert werden. In Maven ist es so, dass es eine Group-ID und eine Artefakt-ID gibt. Wichtig, die Group-ID repräsentiert in der Regel eine Domain-Namen. Was weiß ich, Commons, Sun, was weiß ich, irgendwas. Ja, da gibt es also verschiedenste Varianten. Da sollte man sich so ein bisschen dran halten, damit man diese Strukturierung der Elemente bekommt. Bei dem Artifact-ID ist es normalerweise die Teilnahme eines Teilprojektes oder des Main-Projektes, was man immer über was man da als Main-Projekt bezeichnet. Das sollte man immer schauen, eigentlich sollte, das muss man, dass diese Group-ID innerhalb der Group-ID, diese Artifact-ID eindeutig ist. Sonst kriegen Sie ernsten Ärger. Mir ist das einmal passiert und ich habe mich auch über meine Compile-Ergebnisse und Runtime-Ergebnisse auch ein bisschen gefreut. Nicht wirklich, da muss man wirklich aufpassen, muss man wirklich ganz konsequent systematisch handeln. Ja. Und was ganz wichtig ist, ist das Thema Version. Version gibt es in Maven eine klare Aussage zu. In der Zwischenzeit haben Projekte das ein bisschen aufgeweicht. Standardfall in Maven ist eine dreistellige Versionsnummer durch Punkt getrennt. Es gibt noch die Alternative minus Snapshot, alles groß geschrieben, minus Snapshot, das ist die sogenannte Entwicklerversion. Das heißt, man geht den Weg, was weiß ich, 1.0.0-Snapshot, das ist die Entwicklerversion und irgendwann erreicht man dann 1.0.0. Dann ist der nächste Schritt 1.01 oder 1.1, je nachdem, wie die Konvention in Ihrem Projekt oder was Sie damit erreichen wollen, angeht. Da sollten Sie sich auch unbedingt dran halten, zumindest, dass Sie immer eine Versionsnummer mit Trenner haben, also mit Punkten. 1.0 geht auch. Was nicht geht, ist 1-. Das wird in einigen Projekten gemacht. Da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil dann bestimmte Mechanismen nicht ganz sauber funktionieren.
bei dieser Version vielleicht auch eine Stringbasis verglichen. Das ist nicht ganz so geschickt. Das ist einer, wo man so eine Stolperfalle in der Ebene drüber fallen kann. Letzter Punkt, den man so typischerweise schon mal braucht, ist der Classifier. Hier werden typischerweise Artefakte identifiziert, die zum Beispiel für ein bestimmtes JDK-Compiler worden sind. Oder Binary oder Unix-Bin oder ähnliche Dinge, um bestimmte Aussagen zu einem Target oder einer Plattform oder ähnliches zu treffen. Das kann man auch nutzen in Dependencies, wenn man das wieder selber benutzen will. Ganz wichtig beim Maven, es gibt einen standardisierten Build-Life-Cycle. Also es gibt nicht wie Gradle oder Arc beliebige Möglichkeiten, Tasks zu definieren, sondern hier haben Sie einen fest definierten Default-Life-Cycle. Das heißt, es gibt bestimmte Schritte in diesem Life-Cycle, die, wenn ich zum Beispiel unten, sagen wir mal, unten Install annehme, dann werden alle Lifecycle-Schritte, die davor liegen, automatisch ausgeführt. Immer. Das ist auch einer der Punkte, der genannt wurde, als Nachteil, wenn ich einen Test und einen Compile mache, dann würde in dem Fall Compile zweimal ausgeführt werden. Nur, Maven würde man so eigentlich nicht benutzen, oder darüber lässt sich jetzt auch wieder streiten, wie die Kommandozeile aussieht, aber das ist egal. Wichtig ist, man muss sich immer in den Kopf hauen, in Anführungszeichen, dass hier diese Dinge fest definiert sind. Und es gibt keine andere erstmal, bis auf Plugin-Aufruf. Das heißt, wenn jemand einmal gelernt hat, mit Maven ein Projekt zu kompilieren und zu bauen, dann kann er jedes Maven-Projekt damit bauen und kompilieren. Völlig egal welches. Und das ist einer, ich persönlich sehe das als Riesenvorteil an, dass Sie jedem das Ding in die Hand drücken können, der einmal mit Maven umgehen kann, der kann mit jedem Maven-Projekt umgehen. Standardschritt, Maven installen, arbeiten, loslegen. Völlig egal, welches Projekt es ist. Dann gibt es halt die verschiedenen Strukturen. Hier sind noch ein paar Punkte, die ich natürlich nicht aufgeschrieben habe. Da gibt es ein Pre-Compile, da gibt es ein Post-Compile. Es gibt ein Pre-Package, Post-Package, das hat Maven 2.1. Ein Prätest, ein Pre-Compile, dann gibt es hier zum Beispiel eine Generatorphase, zum Beispiel unsere Klassiker wie Grammatiken generieren zu lassen aus ANLR zum Beispiel, irgendwie Code-Generierungen durchzuführen, andere Sachen zum Beispiel mit dem Hibernate-Plugin zum Beispiel, über Annotierungen entsprechende SQL-Files zu generieren oder solche Dinge, die können Sie hier also durchaus trotzdem natürlich benutzen. Install, und dann gibt es den Deploy, ein zentrales Repository zum Beispiel übergeben oder solche Sachen. Das sind eigentlich alle Ziele, die Sie mit der Arbeit melden wissen müssen. Wir brauchen sie eigentlich nicht. Das sind so diese typischen Ziele, Build-Lifecycle-Schritte, die gebunden sind. Und intern in Maven ist es so, dass jeder Lifecycle an bestimmte Plugins gebunden ist. Also Compile, Test-Compile, zum Beispiel ein Compiler, Test am Surefire-Plugin, Package, Jar. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Lifecycles, je nachdem, was ich für ein Ziel produziere. Also beim VAR sieht es ein bisschen anders aus als beim JAR und beim ERR wieder ein bisschen anders, weil da ein paar Schritte dazu kommen. Das ist im Normalfall relativ unkritisch, man muss es eigentlich gar nicht wissen, man muss nicht richtig konfigurieren, dass der Haken dabei. Man muss natürlich wissen, wo was liegt exakt. Das heißt, ich kann diese verschiedenen Lifecycles hier einfach so aufrufen, im Fall Compile, Test, Install. Kann ich also einfach so auf der Command-Line einfach aufrufen, ohne mir großartig Gedanken zu machen. Wichtig ist, dass ich mir zum Beispiel überlege, wenn ich einen Test mache, wird natürlich ein Test-Compiler ausgeführt. Ein Compiler ausgeführt, mein normaler produktiver Code wird kompiliert, mein Test-Code wird kompiliert und natürlich auch die Unit-Tests entsprechend ausgeführt. Wie sich das auch gehört, sinnvollerweise. Sie können die einzelnen Ziele oder Goals, die dann in den Plugins stecken, auch wieder aufrufen, wenn Sie es denn benötigen. Das sollte aber eigentlich eine Ausnahme sein. Die sollten Sie nur relativ selten benötigen. Wenn Sie das erste Mal frisch die Verzeichnisstruktur aufsetzen, dann gibt es ein schönes Target, was man wissen muss. Dann kann man damit die Verzeichnisstruktur generieren lassen, ob man das nicht alles selber zu machen. Das vereinfacht etwas. Ansonsten können Sie die verschiedenen Plugins mit Ihren Tools entsprechend aufrufen. Das sollte wirklich die Ausnahme sein. Sie können es, Sie können jedes Plugin mit den entsprechenden Tools aufrufen, wenn Sie es denn müssen oder wollen. Ich würde aber insgesamt davon abraten, dass Sie es nicht wirklich brauchen. Außer Sie schreiben selber ein Plugin, dann macht es natürlich wieder Sinn, das eigene Plugin zum Testen aufzurufen. Dann gibt es Kombinationen, Clean Package, Deploy, Site, Site Deploy und so weiter. Das sind so ein paar typische Ziele. Und hier sehen Sie dummerweise so eine Abweichung von der Geschichte, dieses Site Deploy zum Beispiel. Das ist dieser Maven Site, der generiert eine Webseite mit Testresults und einigen anderen Informationen. Und dieses wird erstmal lokal abgelegt in Ihrem Target-Ordner, in Ihrem Projekt. Sie haben also HTML-Seiten, die Sie aufrufen können, sich angucken können, alles kein Thema. Wenn Sie aber jetzt auf einen bestimmten Server übertragen wollen, dafür brauchen Sie dann dieses Site-Deploy-Ziel an dieser Stelle. Das ist halt so ein
ein bisschen abweichend von dem Konzept, was ich auch persönlich ein bisschen schade finde. Hätten wir vielleicht ein bisschen anders machen können. Gut, ist jetzt halt so. Release Prepare und Release Perform ist ein wichtiger Schritt. Das heißt, Sie haben auch einen definierten Release Cycle. Das heißt, Sie können mit Mailen auch ein entsprechendes Projekt völlig automatisch releasen. Also eine Fallbox-Line-Entwickler-Version, eine wirklich Stable-Version haben. Was passiert dabei? Da werden bestimmte Sachen abgelaufen, laufen dabei ab. Die ganzen Schritte, die wir vorher besprochen haben, der gesamte Lifecycle läuft ab. Dann werden bestimmte Dinge gemacht, das ist ein Unit-Testing, Verify, Validate und noch ein paar andere Dinge werden gemacht. Und was wichtig ist, die Versionsnummer wird entsprechend korrekt angepasst. Also aus ihrem 1.0.0 Snapshot wird dann 1.0.0. Also entweder mit Parametern auf der Command Line oder Sie lassen das System das automatisch machen. Das können Sie interaktiv ausführen oder auch ohne Interaktion mit ein paar Parametern auf der Command Line, wenn Sie es nutzen. Was es auch macht, sind automatisch Tags, zum Beispiel Subversion oder Git oder ähnlichen Dingen, entsprechend erzeugen. Das heißt, Sie kriegen auch entsprechende Tags automatisch erzeugt, sodass Ihr Projekt machen, Release Perform. Und dann rattert er das ganze Ding durch, kompiliert nochmal Ihren Code komplett, prüft, ob auch in Ihrer Working Copy keine Änderungen sind, oder ähnlichem, check das und wenn keine Änderungen vorliegen, dann wird auch tatsächlich ein Tag automatisch erzeugt. Das heißt, selbst das brauchen Sie selbst noch nicht mal mehr lernen, selbst zu machen. Also sehr sauber, ein ganzer, kompletter Build-Lifecycle bis zum Release-Schritt wird hier komplett abgebildet von den Helden. Ein konkretes Beispiel, wir haben eine Seite in einer JSP oder in einem Property-File mit einer Version beim Können Sie so auch machen. Es gibt entsprechende Properties, die können auf alle Properties, die Mailen bietet in der POM, kommen wir gleich noch so, wie die aussieht, ein bisschen was dazu, können Sie überall einsetzen. Es gibt auch sinnvolle Vorschläge, wie wir das einsetzen können. Es gibt ein entsprechendes Build-Number-Plugin, was Sie noch zusätzlich sagen können. Ich möchte meine Nummer, die ich einsetze, tatsächlich die Subversion-Versionsnummer zum Beispiel haben oder ein Datum oder sonst irgendwas für uns haben. Der Standard ist, dass es halt den 1.0.0 aus der POM tatsächlich benutzt, den kann man auch irgendwo einsetzen. In der JSP, beim Build, kann man das einsetzen, das geht. Typische Layout erzeugen, hier sehen Sie jetzt genau die Ausnahme, wo Sie es für brauchen. Ein spezifisches Plugin, Archetype, Generate, Goal aufrufen, Interactive Mode False, klar, ich könnte das Ganze auch interaktiv machen, dann kriege ich eine Liste mit, ich glaube, 40 möglichen Auswählungen, wo ich sagen kann, wie ist mein Leben, ist das ein Web-Plugin, ein JavaFX, ist das ein Enterprise, EGB-Projekt oder was weiß ich. Da gibt es bestimmte Layouts, wo man sich dran halten sollte. Die sollte man auch wirklich so erzeugen oder halt auf der entsprechenden Heldenseite nachgucken, wie das Layout von den Verzeichnissen aussieht. Da sollte man sich wirklich dran halten. Dann geben Sie dem Kind einen Namen mit der Group-ID zum Beispiel und der Artifact-ID zum Beispiel eine bestimmte Komponente oder was auch immer. Damit benennen Sie Ihr Projekt sozusagen oder auch Ihr Artefakt in dem Fall. Dann kriegen Sie solch eine Struktur, einen Verzeichnisraum entsprechend, der Ihnen hier zeigt, Source Main Java, dann Ihre Package-Struktur, Test-Java, Package-Struktur. Was wichtig ist, ist natürlich Ihr POM im einfachsten Falle hier. Da können noch, ich sag mal, Source Main Web-Apps zum Beispiel, wenn Sie Web-Applikationen haben, dann gibt es noch Source Main Meta-Inf, je nachdem, wenn Sie entsprechend für Web-Applikationen solche Zusatzverzeichnisse haben. Source Main Resources, zum Beispiel für die Ressourcendatei im Testbereich das gleiche, kriegen können Sie da entsprechend anklicken. Und Source Main Java Doc, da können Sie zum Beispiel Ihre Package-Beschreibungen hinlegen, Ihren Java Doc, den Sie spezifisch hinzufügen, also Ihre Package XML, HTML oder ähnliche Dinge können Sie da packen. Hier erstmal ein ganz einfaches Beispiel einer ganz simplen Jar-Produktion, mehr oder minder das Simpelste, was es gibt, nicht ganz. Wir haben einmal die Group-ID, die Artifact-ID und die Versionsnummer. In diesem Fall betrachten wir hier also eine ganz einfache Entwicklungsversion. Packaging bedeutet in dem Fall, was für ein Artefakt am Ende rausfällt. Also in dem Fall ein Jar braucht dann einfach nur var zu schreiben, dann wird ein var-File rausgemacht, müssen natürlich bestimmte Informationen vorhanden sein, die ich natürlich konfiguriert habe und ähnliche Dinge. Dann habe ich hier ein paar Informationen zum Projekt, Name, URL, die man in der Regel sinnvoll anpassen sollte. Da kann man noch viel, viel mehr reinschreiben. Ich gebe gleich mal so eine Übersicht. Und was hier der erste interessante Faktor ist hier an der Stelle, ist ein Dependency-Bereich mit in dem Fall noch hier JUnit. Wichtig ist, dass es nur im Scope Test genutzt wird. Das heißt, wenn Sie Ihre Artefakt packen, wird dieses zum Runtime definitiv das JUnit nicht benötigen. Sie könnten das hier einfach ändern, indem Sie den Scope hier weglassen. Dann würde das
in ihre Dependencies mit einfließen für den normalen Runtime, was ja aber nicht wollen in dem Fall logischerweise. Das ist ja nur für den Test tatsächlich. Sie können also auch JARs nur für den Test oder nur für produktiven Code angeben oder auch so die Klassiker, dass Sie zum Beispiel Servlet, API oder ähnliches von Ihrem Tomcat Servlet-Container geliefert wird, Sie es aber zum Kompilieren bereiten. Dann gibt es auch eine entsprechende Scope-Einstellung, womit Sie das dann entsprechend konfigurieren und kompilieren können. Dann gehen wir mal so grob über die POM, was überhaupt alles möglich ist. Das ist ein ganzer Stapel. Fangen wir mit der Group ID Artifact Version haben wir angefangen, ist relativ einfach. Packaging, Dependencies, haben wir gerade ein paar Beispiele gesehen. Parent Lock, das ist der, womit ich POMs miteinander vererben lassen kann. Entweder die Inhalte, also entweder Vererbung oder entsprechende Beziehungen bilden kann. Dann Dependency Management hängt damit zusammen, dass Sie verschiedene Artefakte in verschiedenen Konfigurationen nutzen können. Dependency Management ist üblicherweise dann sinnvoll, wenn Sie ein Multiprojektmodul haben, was auch noch eine Vererbung nutzt. Sie können also im oberen POM dann definieren, also im hochliegenden POM entsprechend definieren, was alle Projekte nutzen können, sollen, müssen, wie auch immer man das definieren mag. Und Subprojekte brauchen nur noch die Abweichung davon zu definieren. Da könnte auch Konfigurationen mit vorgeben und ähnliches. Für ein Multiprojektbild benötigen Sie dann die entsprechenden Module. Sie geben hier also zum Beispiel bei einer großen Applikation, ich habe ein EGP, ich habe ein API, ich habe eine Core, ich habe, weiß ich, noch eine Verbindung zur Datenbank. Die würden Sie dann im Modul einfach angeben. Die Reihenfolge, wie gebaut wird, bestimmt Maven an der Stelle selber. Das heißt, wenn die Module untereinander Abhängigkeiten haben, also die Datenbank zum Beispiel von ihrem API abgehängt, dann würde Maven dafür sorgen, dass die in der richtigen Reihenfolge gebaut werden. Da brauchen Sie sich also gar nicht drum zu kümmern. Sie sagen einfach in der Dependency im API, ich brauche meine Datenbank. Und dann würde Maven dafür sorgen, dass erst die Datenbank und dann der API gebaut wird. Das ist also vollautomatisch eingestellt. Sie können Properties definieren. Das heißt, da können Sie beliebige Properties definieren, was auch immer Sie brauchen oder möchten. Das ist fast alles denkbar. Dann haben wir so einen Block, Build und Importing. Build ist der Teil, der tatsächlich zum Bauen Ihres Projekts benötigt wird. Dort schreiben Sie üblicherweise die Projektmodule respektive Plugins rein, die Sie spezifisch konfigurieren wollen. Klassiker ist zum Beispiel mit Maven 2.0 das Compiler-Plugin, damit Sie mit 1.5 trotzdem kompilieren können. Also einen Compile-Block oder hier verschiedenste Varianten. Also, Entschuldigung. Reporting ist noch der Block, wo Sie entsprechende Angaben um Ihre Webseite zum Beispiel, Ihren Reporting-Bereich in Ihrer Webseite zuschalten. Da können Sie alles Mögliche machen. Sie können Webseiten mit APT, mit XDoc oder was weiß ich, entsprechend strukturieren und verlinken. Das heißt, Sie können den ganzen Webseitenteil vollständig konfigurieren, wenn Sie das wollen. Da kann man also einiges mitgestalten. Viele Projekte nutzen Sie in der Zwischenzeit, um auch praktisch die Doku da wirklich mitzupflegen im Bereich des Source Codes. Da gibt es dann auch ein Layout, Source, Main, Site und darunter liegt dann alles in dem Fall im Baum. Einfach fest vorgegeben. Dann haben wir hier noch so ein paar projektabhängige Sachen. Den Namen und URL hatten wir schon. Interception hier, die License, GPL zum Beispiel, können Sie mit der URL angeben. Die wird dann auf Ihrer Webseite dann entsprechend auch direkt eingebunden in die Webseite und entsprechend dargestellt. Organization ist so für Firmen ganz sinnvoll. Developers, Sie können also hier eine Liste von Entwicklern angeben. Mit dem entsprechenden Status, mit der Rolle und so, solchen Sachen. Kontributoren sind dann nicht Entwickler, die aber trotzdem vielleicht über Patches dann entsprechend zutun in ihrem Projekt. Mailinglisten können Sie hier natürlich auch konfigurieren, welche Sie haben, User mit Mailingliste, Dev-Mailingliste und ähnliche Dinge. Was recht wichtig ist und aber sehr interessant ist, dass Sie Issue-Management definieren können. Klassiker zum Beispiel bei den Java-Projekten ist der Jira als Bug-Tracker. Sie können den, geben den hier entsprechend als Jira an, dann können Sie daraus, je nachdem wie Ihr Projekt konfiguriert ist, entsprechende Changelogs produzieren, automatisch oder in verschiedenen Varianten. CI Management, Continuous Integration, je nachdem was Sie benutzen, Hudson, Continuum, Bamboo oder was weiß ich, was da so auf dem Markt, da gibt es ja nur eine ganze Menge, können Sie da angeben. Wichtig ist auch noch das Thema SCM, also Software Configuration Management. Also welche URL der Developer hat, welche Zugriffe dann der Allgemeinfall hat, ob es jetzt ein GitHub-Repository ist oder ein Subversion oder was weiß ich, Mercurial oder so, ist eigentlich egal. Wichtig ist das eigentlich für den Fall, wenn Sie das Release-Plugin benutzen, dass Sie dann tatsächlich auch den Tag entsprechend generieren lassen können. Dafür ist es halt sinnvoll, das auch anzugeben.
Prerequisites ist zum Beispiel der typische Fall, dass Sie sagen, ich muss mindestens eine Maven 2.2 Version oder 2.1 Version oder sonst was haben. Repositories ist eigentlich eine Sache, die Sie üblicherweise in der POM eigentlich finden sollten. Sie können hier spezifische Repositories, also global verfügbare Repositories angeben und dort entsprechende Informationen hinterlegen. Das heißt, Sie können auf diese Informationen zugreifen. EBPO, Repo 1 und so weiter, gibt es also ein paar Standard-Repositories, die global verfügbar sind. Sollte man hier nicht machen. Wenn man es macht, hat das Problem, wenn ich dann auf einmal das Bild mit diesem POM in der Firma machen will und dort keinen direkten Zugriff ins Internet habe, sondern nur über einen Proxy oder ähnliches, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich die POMs anpassen. Deswegen sollte eigentlich die Regel gelten, in einem POM niemals Repositories angeben. Plugin-Repositories ist das gleiche für die Plugins. Wer war jetzt zuerst? Wo kriege ich denn dann Files her, die nicht in den Standard-Repositories gelistet sind? Genau, werde ich gleich noch darauf aufkommen. Der Standardfall ist zum Beispiel ein Sun von, oder der ODBC-Treiber für Oracle zum Beispiel, so ein Standardfall, den Sie nicht kriegen, in keinem Repository. Den müssen Sie sich dann in Ihr firmeninternes Repository einmal reinladen. Das ist gut. Aber es gibt ja, ich weiß nicht, ich habe auch vier Stück dann angegeben, die verschiedenen, weil ich irgendwelche Sonderjars habe, die nur in einer Firma gelistet sind. Da muss ich sie mir manuell runterladen und mir hochladen und abbilden. Entweder Sie machen so, oder aber Sie haben einen entsprechenden Proxy, der das dann konfiguriert und würden das nicht mehr hier in der POM reinschreiben. Ich komme aber gleich auf diesen Proxy, komme ich auf jeden Fall nochmal. Für Plugin-Repositories gilt das Gleiche. Aber man kann auch mit Offline, mit dem Parameter Offline, das so. Ja, damit schalten Sie aber komplett Maven in den Offline-Modus. Ja. Und damit haben Sie, wenn man es einmal meinetwegen irgendwo machen kann. Ja, könnte man machen, ja. Das kann man auch noch machen, wenn man es braucht. Distribution Management ist dazu da, um Ihre Site oder Ihre Artefakte entsprechend zu verteilen, auf ein Repository hochzuladen oder entsprechend in einen Container, sagen wir Docker oder sonst irgendwas, zu deployen. Das können Sie damit verschieden einstellen. Oder Ihre Site, damit können Sie entsprechende Einträge machen. Profiles können Sie theoretisch auch in die POM reinpacken, um dem Entwickler oder einer bestimmten Konfiguration oder fürs Bildmanagement CI oder sonst was bestimmte spezifische Konfigurationen oder in deren Projekt spezifische Einstellungen zu machen. Zum Beispiel der Entwicklungs- und Testbild soll zum Beispiel gegen HSQL laufen, aber der Produktivbild gegen Oracle zum Beispiel. Mit entsprechenden Dependencies kann man das steuern, wenn man es muss, was eigentlich ein typischer Fall ist. Hatte ich schon was zu gesagt. Wichtig ist, Sie können also die POMs, also die Abhängigkeiten in der Form strukturieren, wenn Sie es müssen oder wollen. Das heißt, Sie können ein paar Standardvorgaben machen, Entwicklerliste, Distribution, Mailingliste oder sonst irgendwas, wenn Sie es brauchen. Sie können Teile überschreiben, Sie können ganze Teile einfach übernehmen und dann in den Projektspezifika eintragen oder auch nicht, je nachdem, wie man das gerade braucht. Es gibt eine Standardliste von Abhängigkeiten, die auch vererbt werden in den POMs. Das heißt, hier die Abhängigkeiten, also die Dependencies werden vererbt. Also wenn Sie sagen, alle Projekte sollen meinetwegen Log4j 1.4.13 benutzen, machen Sie sich den Parent-POM, schreiben die Dependency da rein und alle erben von diesem POM. Sind Sie das Thema los. Nie wieder drüber nachdenken. Entwickler, Kontributoren, Plugin-List ist auch ein wichtiger Punkt, um zu sagen, dass alle Projekte mehr oder weniger die gleichen Plugins benutzen. Das ist auch ganz hilfreich und vor allem die gleichen Versionen, das ist auch manchmal sehr wichtig. Plugin-Ausführungen, das heißt, Sie konfigurieren die Plugins mit bestimmten Ausführungen, welche Loads genau ausgeführt werden und dann können Sie das dann auch dort schreiben. Plugin-Konfiguration, Ressourcen ist auch immer so ein wichtiges Thema. Spezialdateien für Tests oder was weiß ich, Datenbankskripte oder solche Geschichten. Sollte auch, dann kann man da auch dann konfigurieren. Kommen wir zu dem Thema Repositories. Sie haben typischerweise zwei. Das ist einmal Ihr lokales, was bei Ihnen auf der Platte liegt, in Ihrem Home-Verzeichnis üblicherweise, gegen das Maven zuerst sucht. Das heißt, wenn Sie Maven-Build anschmeißen, Package oder sonst irgendwas, sucht erstmal auf Ihrer lokalen Platte. Das Ding steht unter .m2. /Repositories, da steht Ihr Verzeichnisraum drin und da wird zuallererst von Maven gesucht, was es an Jars braucht. Für alle Dependencies oder für die Plugins wird erstmal da gesucht. Wenn es dann da nicht findet, geht es weiter. Kommen wir rechts. Die Struktur ist relativ einfach. Sie sehen hier eine Group-ID. Das ist einfach org, Apache, Access, Access 2 ist dann hier der Artefaktname und die entsprechende Version mit entsprechenden Jars, mit Prüfsummen und ähnlichen Dingen dazu. Das heißt, wenn hier die Jars werden auch runtergeladen, eventuell aus dem Internet oder von Ihrem Proxy, und die sind auch entsprechend geprüft und hinterlegt, diese Files. Das heißt, wenn da Fehler drin sind, wissen Sie, dass da was schief gegangen wird oder gerade. Diese Struktur liegt einfach als Filebaum auf Ihrer Platte. Die können Sie auch bei Bedarf löschen. Dann passiert nichts Höchstes, der beim ersten Mal, dann nächsten Mal helfen, erstmal als sie da runterlädt, je nachdem, Internet oder Proxy.
Der Standardfall, wie Maven arbeitet, ist der, dass Sie zuallererst im ersten Schritt Maven Ihrer Bild gegen Ihr lokales Repository, das, was ich gerade gezeigt habe, auf Ihrer Platte gegen prüft. Ist das der Dependency oder das Plugin in der und der Version in meinem lokalen Repository vorhanden? Wenn ja, ist es gut, dann nimmt es das. Wenn es nicht ist, dann geht der typische Fall mit der Standardkonfiguration von Maven, die vorgegeben ist, ins Internet und holt die sich von bestimmten zentralen Repositories und lädt die runter. Das ist der Standardfall. So. In Maven gibt es eine Standardliste, 5 Repositories sind es, glaube ich, die standardmäßig in der Rootbaum von Maven definiert sind und die sollten in der Regel funktionieren. Wenn es nicht funktioniert, dann müssen sie konfigurieren. Dummerweise, das ist nicht so toll. Der Standardfall, wie es in der Firma realistisch im kommerziellen Umfeld installiert wird, ist immer, dass da ein Proxy zwischensteht. Immer. Aus grundsätzlichen Gründen, einfach weil die meisten Firmen sagen, direkt Download aus Internet, nee, wollen wir nicht. Mögen wir nicht. Das ist der eine Punkt. Weil das ein kleineres Problem heute ist. Viel wichtiger ist der Punkt, dass ich dann diesen Repository-Proxy hier dazu verwenden kann, eigene Artefakte, die ich produziert habe, innerhalb der Firma wieder zur Verfügung zu stellen. Das ist eigentlich der viel interessantere Grund. So, heute ist das Thema Internet nicht mehr so ganz so kritisch, es gibt so ein paar Firmen, die haben da Probleme mit. Aber viel wichtiger ist, ich kann es hier zentral an einer zentralen Stelle im gesamten Unternehmen zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ich ein bestimmtes Library gebaut habe, dann kann ich die darin deployen in diesem speziellen Repository und kann sie dann nutzen im gesamten Bild. Ich habe da noch ein ganz anderes Problem, die Jars aus dem Internet bzw. auch über den Repository Manager dann zur Verfügung zu stellen. Und zwar hätte ich eigentlich gern die Möglichkeit, diese Sachen selber zu bauen. Ich meine, in der Regel sind es ja Open Source Sachen. Und ich wüsste gerne, okay, das ist der Code und daraus resultiert das Jar. Ich möchte mich nicht auf externe verlassen und sagen, wir haben mir das Jar gebraucht und da wird schon genau das drin sein, was das Source dazu auch. Sag mal so, können Sie machen, wenn Sie wollen und Lust haben und viel Zeit haben, sage ich jetzt mal ganz hart. Aber ich verstehe Ihren Grund schon, das ist richtig. Aber also wenn ich es selber mache, dann habe ich doch das Problem, dass ich damit nicht mehr die gleiche Nomenklatur verwenden kann oder sollte, wie sie üblich ist. Das heißt, meine Bibliothek heißt immer. Gut, das sollte man vielleicht vermeiden, da sollte man dann vielleicht zum Beispiel eine Variante über den Classifier zum Beispiel nehmen. Dass man dann sagt, okay, ich lade mir jetzt aus dem Internet, ich sehe mir jetzt Beispiel Hibernate und sage, okay, will ich erstmal selber bauen. Nehme ich anstatt 3.2.3.ga, sage ich 3.2.3.ga. Firmenname, was das hier in Kürzung. Das kann ich natürlich machen, klar. Und würde das dann hier in dieses zentrale Repository in meiner Firma reinstopfen. Klar, kann ich machen. Dann kann ich global sagen, ich möchte nur Jars und folgenden Classifier. Das geht leider nicht, das ist der Haken unter anderem an der Stelle. Ich halte auch diese Variante, ich verstehe die Grundidee dahinter. Nur ich glaube nicht, nach meiner Erfahrung, dass Sie das tatsächlich in einer kommerziellen Firma durchkriegen aus Zeitgründen. Alles selber zu bauen, glaube ich nicht dran. Wird in jeder Projektmanager, ich sag mal vorsichtig gesagt, die Ohren langziehen und sagen, du sollst entwickeln, du sollst mein Bild machen, aber du sollst nicht bitte vorhandene Sachen neu kompilieren. Ja, ich verstehe die, mir ist die prinzipiell klar, aber ich glaube, das kann keiner machen. Ich kenne auch bisher keinen, der das macht. Okay, gut. Wie gesagt, man lernt immer Ausnahmen dazu. Es gibt Ausnahmen von der Regel, ganz klar. Wichtig ist halt der Deploy hier, standardmäßig in den Repository Manager, den man installieren muss im kommerziellen Umfeld. Sollte man den unbedingt installieren. Da gibt es mehrere von. Ich sag mal, Archiva, Artifactory, Nexus, ich glaube, es gibt noch irgendeine. Vergessen hat. Also da gibt es verschiedene auch Open Source, die sind wunderschön, die funktionieren wundertoll, die kann man installieren, Schachteln läuft. Das ist einmal der wichtige Punkt, um das zentral zu steuern und zu sagen, dass die lokalen Bits immer gegen dieses lokale Netz laufen. Das ist einfach schneller in der Regel. Sie haben noch benutzerspezifische Anpassungen, die Sie machen können in Ihrem User Home Settings. Sie können im Mail-Verzeichnis bestimmte Sachen machen, wovon ich in der Regel abrate, weil das ist nämlich ein bisschen problematisch, weil eigentlich ist nämlich nur spezifische Installation zur Verfügung stellen. Und Profiles sind dazu in den Projekten, dass Sie bestimmte Einstellungen für bestimmte Projekte, dass Sie zum Beispiel sagen, ich möchte eine Unterscheidung zwischen dem Release und dem Testbild haben. Ich möchte zum Beispiel eine andere Log4j-Konfiguration haben für meine Testbild, anstatt für meine Testinstallation, anstatt für mein Production-Bild. Oder, da kann man sich fast beliebige Dinge ausdenken. Ganz, ganz beliebige. Man ganz fiese Dinge kann man machen. Also die Settings würde ich in der Regel nur in wirklichen Ausnahmefällen anfassen. Die Settings Home ist eigentlich so der Standardfall, wo man seine Datenbankpasswort und solche Geschichten, seine Proxy-Konfiguration oder sonst was reinstopft. Damit die eben nicht in den POMs oder sonst wo in den Settings im lokalen Projekt noch als Version Control dann eingecheckt werden, was
vielleicht nicht so ganz so geschickt wäre. Das wären so die Übersichten. Wichtig auch beim Maven, man muss wirklich konsequent sein, wenn man es nutzt, Module machen. Und wenn es logische Trennungen gibt, heißt in Maven ein Modul machen. Es gibt ernsthaft Ärger, wenn man zum Beispiel anfängt, sage ich jetzt mal zum Beispiel WSDL und VAR, zum Beispiel so ein klassischer Fall zusammenzupacken in ein Maven-Projekt. Fällt man garantiert auf die Nase. Man fällt einfach aufgrund der Konzeption und Konvention in Maven auf die Nase. Man muss hier wirklich trennen und sagen, ich mache ein WSDL-Modul. Das macht aus meinen WSDLs, meine Java-Code, der wird kompiliert, verpackt und mein VAR benutzt dieses Modul. Damit komme ich sehr gut klar und das funktioniert auch wunderbar. Das gibt halt bei der Konvention hier. Das ist in Anführungszeichen ein Nachteil. Ich habe in der Zwischenzeit die Erfahrung gemacht, dass es doch sehr gut ist, das so granular aufzubauen, weil man diese Module dann auch weiterverwenden kann für andere Anwendungen. Weil wenn man die jetzt hier nämlich kombinieren würde, zum Beispiel, wenn ich dann ein anderes Modul habe, was weiß ich, was die WSDLs dann wieder benötigt, würde ich diese Abhängigkeit mit dem VAR zusätzlich da reinhängen, was ich eigentlich gar nicht haben will an der Stelle. Dann müsste ich sowieso trennen. Also da muss man immer ein bisschen genau überlegen, wie man das macht. Ein Nachteil derzeit in Maven muss man ganz klar sagen, es gibt keinen unabhängigen Lifecycle für Integrationstests. Es gibt ihn zwar theoretisch in Build Lifecycle Integration Test, gibt es. Der Haken ist, wenn Sie das innerhalb eines Moduls machen, fahren Sie auf die Nase. Das ist derzeit ein Problem in Maven 2. Das wird mit Maven 3 gelöst. Es gibt in der Zwischenzeit die einfache Lösung, ein eigenes Modul mit einem Integrationstest zu machen. Dann können Sie Integrationstest beliebiger Couleur bauen. Also Klassiker, VAR-Archiv in den Tomcat deployen, auf diesen deployten Tomcat irgendwelche Tests laufen lassen. Und dann Ergebnisse prüfen, was weiß ich, in der Datenbank, was da angekommen ist oder solche Sachen. Kann man voll automatisieren. Da gibt es also genug Plugins für, um das automatisiert hinzukriegen. So, ich weiß jetzt nicht, wie meine Zeit aussieht. Mal gucken. Machen wir mal ganz kurz ein einfaches Beispiel. Das wird nicht allzu schwierig sein. Das ist natürlich in Anführungszeichen so ein Babymodul, gar keine Frage. Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Ganz einfaches Beispiel, das ist hier fast gar nichts, ganz simpler Abhängigkeit, die ich eben gezeigt habe. Wenn ich das jetzt einfach, das habe ich generieren lassen, dieses Projekt, das komplett generiert mit diesem Eclipse-Teil. Und das kann ich jetzt hier einfach zum Beispiel clean machen. Das heißt, er führt das durch. Wichtig ist bei Maven, dass immer das Target-Verzeichnis, das Ziel für alles kompilierte, generierte, wie auch immer. Also es gibt nie Projekte, die irgendwo im Source Main oder irgendwo etwas generieren oder im Source Main Resources. Alles, was generiert, erzeugt, kompiliert oder sonst irgendwas wird, geht ins Target-Verzeichnis, nirgendwo anders hin. Da sollten Sie sich auch unbedingt dran halten. Weil die Konvention hat einfach den Vorteil, Sie können dieses Target-Verzeichnis also außer in Ihrer Ignore-Datei oder was weiß ich, ausschließen in Ihrem Version Control und damit ignorieren Sie alles, was generiert ist, automatisch. Das ist die einfache Konvention dahinter. Ich kann jetzt einfach hingehen, zum Beispiel hier nur ein Compile mit aufrufen. Ganz simpel. Hier wird dann mir in dem Fall nur eine Datei kompiliert. Build successful, das ist ja relativ trivial. Ich kann aber auch hier einen vollen Lifecycle aufrufen. In dem Falle. Ich habe jetzt den Package Lifecycle aufgerufen. Und der Package Lifecycle geht halt durch die einzelnen Bereiche durch. Compile, Test, Compile. Unit Test wird ablaufen gelassen. Sie sehen hier schon, der Unit Test ist gelaufen. Was man richtig annehmen muss und auch sehen muss hier an der Stelle, da der Compiler hat gesagt, die Klassen sind im Target-Verzeichnis up-to-date, hat die also nicht nochmal kompiliert. Hier die verschiedenen Resources, die sehen Test-Resources, die werden kopiert, wenn Sie welche hätten, wir haben jetzt hier keine und so weiter. Test-Compile, Compiling Surefire, in dem Fall für die Unit-Tests werden hier ausgeführt, in Ihrem entsprechenden Report-Verzeichnis hier, die kann man sich dann anschauen, die Tests laufen und Sie sehen als letztes die Packaging, das am Ende hier dieses Jar ausfällt. Als Artefakt. Das steht jetzt im Target-Verzeichnis. Das könnt ihr jetzt einfach im MVN-Install machen. Das würde dann dazu führen, dass ich das in mein lokales Repository übertragen würde. Das wäre jetzt so eine einfache Variante von der ganzen Geschichte. Wichtig ist einfach, ich habe im Prinzip nur 5 dieser Ziele. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Ich kann damit halt alle verschiedenen Projekte bauen. Wenn wir jetzt ein bisschen komplizierter werden, dann machen wir das Ganze ein bisschen komplizierter an der Stelle und bauen eins, wo ein Parent-Form verwendet wird an dieser Stelle. Und das ist halt hier angegeben, Sie geben den Parent an mit einer Versionsnummer, darüber erben Sie bestimmte Sachen, haben eine neue Applikation mit einer Dependency
Sie könnten auch bestimmte Sachen, zum Beispiel diese Dependency, könnte ich jetzt in den Parent verschieben und bräuchte damit hier dieses JUnit-Dependency gar nicht mehr anzugeben. Das könnte ich mir also sparen, wenn ich das bräuchte, als Standardvorgang. Damit kann ich dann hier genauso arbeiten. Ich habe jetzt hier den Parent hier parallel gelegt. Den kann man aber auch logisch tatsächlich in irgendwelche anderen Verzeichnisse legen. Typischer Anwendungsfall dafür hier ist zum Beispiel die URL Distribution Management, dass ihr zum Beispiel auf einem bestimmten Server dann das Ganze per SCP übertragen, das ist hier Standard integriert, das ist einfach nur eine Protokollangabe. Die entsprechenden Credentials für die Authentifizierung können Sie in Ihrem Profil unter dieser ID entsprechend ablegen. Und dann können Sie hier dieses Reporting konfigurieren mit verschiedensten Einstellungen, die da rausfallen, und können dann hier also komplexe Reports mitbauen. Wenn ich das Ganze jetzt hier einfach mal per Site laufen lasse, das heißt, ich baue jetzt eine Projektwebseite. Sie sehen zum einen, dass er hier dieses ganze Clean durchführt, dann sagt er deprecated, das ist eine Warning aus dem entsprechenden Changelog-Plugin, da wird gerade dran gebaut. Hier wird dann die Webseite mit entsprechenden Templates aufgebaut. Die kann man auch, wenn man möchte, verändern, wenn man es denn braucht oder muss, aus CI-Gründen oder was auch immer. Sie sehen hier auch wieder Kultura, Instrumentierung für solche Sachen, Generierung. Also ich bin jetzt offline wahrscheinlich, weil ich im Moment hier keine Internetverbindung habe. So, jetzt mal gucken, ob er jetzt durchläuft, ob ich jetzt die Dependencies, die ich brauche, auf der Platte habe oder auch nicht. Ich hoffe es. Wenn nicht, können Sie sich dieses Beispielprojekt auch gerne einmal nehmen und dann einfach mal laufen lassen. Ich kann das gerne auf der Webseite zur Verfügung stellen. Sie können also auch die gesamte Webseite, die dann aussehen, mit CSS oder mit entsprechenden Templates komplett automatisch generieren. Sie sehen hier Source Control, die Continuous Integration, Plugin-Liste und so weiter, was hier automatisch generiert wird. PMD, CPD, also alle möglichen Sachen oder Checkstyle oder was auch immer Sie benötigen, können Sie da generieren lassen. So, jetzt habe ich das im Parent gemacht, deshalb. Sie sehen jetzt alle ganzen Java-Doc-Generierungen und Webseiten-Generierungen. Die kann ich mir jetzt hier alle anschauen. Ich kann also jetzt hier einfach mir entsprechend aus meinem Workspace hier dann für die entsprechenden Dinge aus dem entsprechenden Bereich die Sachen rausholen. Gehe dann jetzt in meine Komponente, in mein Target. Dort gibt es dann ein Zeitverzeichnis. Sie sehen also hier auch die ganzen generierten Sachen. Und jetzt kann ich hier meine entsprechende generierte Webseite hier entsprechend abrufen. Mit entsprechenden Einträgen, welchen Dependencies, alles was dazu gehört. Test Coverage, alles was so da standardmäßig so dazu nimmt. Das wären so die einfachsten Dinge. Und das kann man auch recht komplex mit verschiedensten größeren Dingen durchführen. Auch im Multimodul, auch mit Enterprise Build, mit JBoss oder ähnlichem gibt es aber auch kein Problem. Der Punkt ist, was man lernen muss, wie man die Plugins alle konfiguriert. Das ist der Haken, den man lernen muss. Das ist an manchen Stellen leider noch nicht sehr gut definiert und dokumentiert. Das muss man ehrlich sagen. Und da hakt es auch ein bisschen. In der Zwischenzeit gibt es zwei freie Bücher, die man nutzen kann. Und damit kann man eigentlich auch, kommt man auch eigentlich sehr gut dahin, wo man eigentlich hin will. So, Beispiele habe ich gemacht. Wichtig halt, die Idee, einen einheitlichen Bild-Lifecycle zu bauen, das Ganze zu vereinfachen, zu standardisieren, zugegebenermaßen an manchen Stellen auch einzuschränken, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und wichtig, es gibt sehr einfache Unterstützung in die verschiedenen CI-Systeme, Continuum, Mongo, Hudson vor allem ist in der Zwischenzeit mit Maven sehr gut bestückt, was das angeht. Maven-Plugin, URL, zum Beispiel in Subdash angeben, starten. Der Rest macht Hudson für Sie, für Continuous Integration, also ganz, ganz simpel, ohne dass Sie irgendwelche Klimmzüge machen müssen. Nachteile, die ich eben schon ein bisschen anklingen haben lassen, Sie müssen eine Internetverbindung haben, respektive zum internen Repository. Das kann ein Nachteil sein, muss nicht unbedingt. Wichtig, um eine realistische Installation zu haben, ist ein Repository-Manager, welcher auch immer.
die müssen sie haben wirklich, das macht Sinn, eben um auch Artefakte intern in ihrer Firma veröffentlichen zu können. Was noch wichtiger ist und was sie unbedingt tun müssen irgendwann, sobald sie eigene Artefakte veräußern, ist das Backup ihres eigenen Repositories. Das müssen sie unbedingt machen. Typischer Ansatz wird meistens ein Webdav-Zugriff auf ein Subversion oder sowas gemacht, wo dann automatisch die Artefakte entsprechend versioniert werden, entsprechend auch abgesichert sind. Die müssen natürlich entsprechend Backups logischerweise dann wiederhergestellt werden. Es gibt ein paar Phasen, die erst mit den letzteren Versionen dazugekommen sind. Wenn sie ein Prepare-Package machen wollen, da gibt es ein paar Phasen, da gibt es 2.1 hier. Da ist man dann mit den vorherigen Versionen ein bisschen gearscht auf Deutsch. Da muss man dann halt auf 2.2 mindestens gehen, damit man damit arbeiten kann, wenn man es denn braucht. Die Integrationstestphase ist derzeit leider so direkt als einzeln, muss man als einzelnes Modul tatsächlich realisieren, geht nicht anders im Moment. Alles andere, alle Versuche werden garantiert fehlgeschlagen. Also es hat ja schon einige Diskussionen auf den Userlisten und Entwicklungslisten geführt. Funktioniert schlicht und einfach. Eines Modul machen, dann ist man eigentlich mehr oder weniger glücklich. Mehr oder weniger. So ein paar Online-Quellen, wo es so die wichtigsten Informationen dazu gibt. Da wären dann die Informationen wichtig, wo man anfangen kann. Wie gesagt, die Lernkurve am Anfang ist nicht ganz so trivial. Da muss man schon ein bisschen Gehirnschmalz investieren, muss man ganz ehrlich sagen. Sie können also auch so TargetSets oder sonst irgendwas bauen, wenn Sie mit Assembly-Plugin arbeiten, dann können Sie alle möglichen Strukturen von TargetSets, Kommandozeilen, Applikationen, gibt es ein Plugin für solche Dinge, die können Sie mehr oder minder automatisch verwalten lassen. Da gibt es also hunderte Plugins. Erstmal suchen kann ich nicht empfehlen. So. Von meiner Seite wäre es das erstmal. Haben Sie noch Fragen irgendwo? Sie sagten vorhin, dieses Konzept, ein Projekt, ein Jar, würde auch durch andere Projekte aufgeweicht werden. Richtig. Da gibt es verschiedene, also fast alle heutigen Projekte produzieren als Artefakte in der Regel nicht nur das Jar, sondern auch zum Beispiel ein Source Package mit dem gesamten Projekt mit dem Source Inhalt. Da ist dann eigentlich, wenn man es genau nimmt, das Konzept ein bisschen aufgeweicht. Das bietet aber Maven eigentlich durch das Assembly-Plugin eigentlich an. Die Grundidee, dass man sagt, ein verarbeitbares Artefakt ist das Jar. Und das ist eigentlich eine 1-2-Beziehung. Ein Modul, Projekt, Maven, ein Jar. Wenn man mehrere haben will, dann geht das auch natürlich, verletzt aber so ein bisschen die Konvention. Classifier ist zum Beispiel ein typischer Ansatz dazu. Ich brauche eins mit 1.5 kompiliert und ich brauche 1.4 noch 1.4, weil ich noch 1.4 unterstützen will. Aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es ja durchaus Anwendungsfälle. Das ist so ein bisschen, was da aufgeweicht wird. Und manchmal muss man da ein bisschen mit aufpassen, mit diesen Dependencies, die dann mit Classifier arbeiten. Da ist es manchmal ein bisschen haarig, da fällt man schon mal auf die Nase. Aber nicht ganz so trivial. Muss man gar nicht zugestehen, dass es sein muss. Da muss man sich über die Problematik bewusst werden. Das muss man dann erst noch nachgucken, nachfragen, in den Userlisten, wie es ergeht, richtig. Damit man eben schon die Nase fällt. Noch Fragen? Alles schön, alles in der Welt und alles so bescheiden. Ja, dann kann ich nur noch schönen Dank sagen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich habe einen Vertrag, der ist ein 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 Vertrag, der
Ja, das ist ja.